Hallo, heute geht es um Nachkriegsdoppeltrioden nach dem Motto irgendwas mit ECC. Ich werde mich nicht an irgendwelchen Voodoo beteiligen, welche Triode jetzt die beste, die schönste, die super ist, mit dem super, super Geheimtipp und so weiter, sondern ich stelle es einfach vor. Jeder kann seine eigenen Schlüsse ziehen. Weiterhin werde ich auch einige Vorkriegsdoppeltrioden vorstellen, weil das Konzept der Doppeltriode ist nicht neu. Weiterhin viel Spaß und auf geht's! Abzugeben ist der komplette Trafosatz für einen Röhltest. Wer die Portokosten übernimmt, kann die beiden Trafos haben. Vorgestellt wird eine Reihe von Doppeltrioden, beginnend mit 1926. Schon zu Beginn der Röhrentechnik wurden mehrere Röhrensysteme in den gleichen Glaskolben eingebaut, um Platz im Gerät zu sparen. Besonders die Bezeichnungen für die Gemeinschaftstypen bildete die Grundlage für viele Mythen rund um die Röhrentechnik. Die Rede ist von ECC mit einer folgenden Nummer. Das E steht in diesem Falle für die Heizspannung von 6,3 Volt und das doppelte C sagt aus, dass es sich um zwei Triodensysteme handelt. Zur genauen Aufbau der Bezeichnungen empfehle ich meine Videos Beschreibung der wichtigsten Elektronenröhren in Aufbau und Funktion Teil 1 bis 3, welche in der Videobeschreibung verlinkt sind. Weiterhin sind alle vorgestellten Typen in der Videobeschreibung vorhanden, sowohl mit weiteren Bildern und sofern vorhanden auch mit Datenblättern. Die Vorstellung beginnt mit einigen Vorkriegsröhren. Diese sind alphabetisch aufgeführt. Die DDD25 wurde 1941 entwickelt. Sie ist eine Leistungstriode für eine Gegentaktschaltung. Das D weist in diesem Fall auf eine Heizspannung von 1,2 Volt hin, da die D-Röhren für portable Batteriegeräte ausgelegt sind. Das zweite und dritte D besagt, dass es sich um zwei Leistungstrioden handelt. Die hier gezeigte Röhre ist von der Kriegsmarine, der ehemaligen deutschen Wehrmacht. Der aufgedruckte Aufdruck BAL auf dem Glaskolben ist nicht der Typ der Röhre, sondern bedeutet Bauaufsicht Luft. Dies war eine der Abnahmestellen der Wehrmacht, die Röhren geprüft haben. Die Abnahme erfolgte in der 17. Woche des Jahres 1944. Die EDD11 war eine Stahlröhre für Gegentakt NFN-Stufen. Diese wurde 1938 entwickelt. Sie erreichte bei einem Klirrfaktor von 10% eine maximale Sprechleistung von ca. 5,5 Watt. Der Klirrfaktor beschreibt eine Verzerrung des Ausgangssignals, wenn die Röhre außerhalb des linearen Arbeitspunktes betrieben wird. Der Betrieb als Gegentakt B-Verstärker bedeutet, dass der Arbeitspunkt im unteren Teil der Kennlinie der Röhre beginnt, während sich der Arbeitspunkt bei einem A-Verstärker in der Mitte der Kennlinie befindet. Die abgebildete Röhre von Telefunken ist eine Produktion aus der ersten Stahlröhrenserie mit hohem Kolben. Das D steht auch hier für eine Leistungsendtriode. DRP bedeutet Deutsches Reichspatent. Die EDD111 ist eine Behördenvariante der EDD11 mit gleicher Beschaltung. Sie hat geringfügig geänderte technische Daten und ist für den Betrieb als Gegentakt A-Verstärker ausgelegt.
bei dem sich der Arbeitspunkt in der Mitte der Kennlinie befindet. Die FDD20 wurde von Philips Italien entwickelt, als NF-Leistungstriode für den Gegentaktbetrieb. Die Heizspannung beträgt hierbei 13 Volt bei 0,35 Ampere. Die Röhre selbst verfügt über einen achtpoligen Außenkontaktsockel und eine Steuerbanderole für die italienische Lampensteuer, die auch für Röhren abgeführt werden musste. Die KDD1 wurde Ende 1935 entwickelt und ist für den Gegentakt B NF-Leistungsverstärkerbetrieb ausgelegt. Das K besagt, dass die Röhre für 2 Volt Akkumulatoren ausgelegt ist. Die Röhre verfügt über den damals modernen Seitenkontaktsockel bzw. Außenkontaktsockel mit 8 Kontakten. Gut zu sehen ist hier auch der Aufbau als Quetschfußröhre und die beiden voneinander abgeschirmten Systeme. Die hier gezeigte Variante wurde von Telefunken produziert. Die REZ124 wurde 1926 entwickelt, mit 2 Triodensystemen in einem Kolben. Die Röhre ist direkt geheizt, insofern teilen sich beide Trioden dieselbe Kathode. Aufgrund der hohen Anzahl der benötigten Kontakte wurde ein 6-poliger Europasockel eingesetzt. Der Buchstabe S ist in der Typenbezeichnung, sagt aus, dass diese Variante speziell toleriert ist für den Betrieb in Serienheizung. Die reguläre Variante ohne S verfügt über eine normale 3,5 Volt Heizung für den Parallelbetrieb. Aufgrund des starken Getterspiegels ist das System nur leider eingeschränkt zu fotografieren. Die VT126 wurde 1927 von TKD, der Süddeutschen Telefonapparate, Kabel und Drahtwerke, als zweifache Universaltriode in einem Kolben entwickelt. Die Heizspannung ist, wie damals üblich, 3,5 Volt bei ca. 0,3 Ampere Heizstrom. Der Einsatz war meist als Audion- und Pufferstärker. Auch bei dieser Röhre wurde ein 6-poliger Eurosockel benutzt. Die Vierfach-Polytron-Triode wurde 1927 von der Firma Dr. Spanner in Berlin entwickelt. Auch hier wird die für Batteriegeräte typische Heizspannung von 3,5 Volt genutzt bei ca. 0,3 Ampere. Aufgrund der 4 Triodensysteme in einem Kolben wird ein spezieller Sockel verwendet. Der Einsatz in Seriengeräten war wohl nie vorgesehen. Die Röhre wurde speziell für Radioamateure entwickelt und vertrieben. Zu sehen ist eine Werbung für die Polytronröhre in einer polnischen Zeitschrift oder Publikation, sowie ein Bauvorschlag aus der Zeitschrift Funkbastler von 1928. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann in Europa die Militarisierung und Weiterentwicklung der Röhrentechnik. Das größte Problem war, dass die aktuell existierenden Sockel wie der Europasockel oder der Außenkontaktsockel eine zu große Fläche in den Geräten in Anspruch genommen hat. Philips stellte deshalb Anfang 1948 den Rimlock-Sockel vor. Der Rimlock-Sockel war eine Weiterentwicklung des amerikanischen Oktal- und Loktal-Sockels. Der Oktal-Sockel wurde in den 30er Jahren entwickelt und hatte 8 Kontakte. Das Problem beim Oktal-Sockel war aber, dass diese Röhren meistens noch als Quetschfuß ausgelegt waren und somit in der Produktion sehr aufwendig waren, da die Verkabelung innerhalb des Sockels von Hand eingefädelt werden musste. Der Loktal-Sockel hingegen war als Pressglasröhre ausgelegt und somit wesentlich günstiger und einfacher zu produzieren.
Um der Industrie den Umstieg einfacher zu machen, wurde der Loktalsockel identisch ausgelegt von den Ausmaßen als der Oktalsockel. Das heißt, in den Geräten konnten die Chassis unverändert bleiben, sowohl auch die Verkabelung sowie die Kabelbäume. Es war möglich, diese Röhren eins zu eins auszutauschen, nur durch Tausch des Sockels. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges begannen die europäischen Hersteller damit, die Röhrentypen selbst zu miniaturisieren und vor allem neue Typen zu entwickeln. Ganz vorne mit dabei war unter anderem auch Philips. Philips entwickelte 1948 den sogenannten Rimlock-Sockel. Die Rimlock-Röhren hatten einige technische Probleme, die dazu führten, dass der Rimlock-Sockel relativ schnell wieder vom Markt verschwand und durch den neunpoligen Novalsockel ersetzt worden ist. Wobei jetzt vom Markt verschwunden ist jetzt nicht ganz richtig. Den Rimlock-Sockel gab es zwar schon noch sehr lange, aber nicht mehr für wirkliche Neuentwicklungen. Es waren hauptsächlich für Ersatzröhren und teilweise etwas exotischere Röhren, wie zum Beispiel die ECL 113, die aus irgendwelchen Gründen, wie gesagt, im Rimlock-Sockel verbaut wurde. Aber jetzt mal zum Thema zurück. Fangen wir mal ein bisschen geschichtlich an. Wie ist der Rimlock-Sockel entstanden oder was waren die Großväter? Angefangen hat alles mit dem amerikanischen Oktalsockel. Der Oktalsockel war ein Sockel mit 8 Stiften, die symmetrisch angeordnet waren. Und um sicherzustellen, dass die Röhre richtig gesteckt wird, gab es eine Führungsnase im Mittelstift. Man sieht jetzt links oben den Stift Nummer 8. Rechts daneben der Stift 1 fehlt. Und unten drunter sieht man die Führungsnase mit dem Führungsstift. Innerhalb dieses Stiftes ist auch der Pumpstutzen der Röhre, weil die die Oktalröhren hatten keinen Pumpstutzen am Röhrenkopf, sondern wie gesagt im Sockel. Das technische Schwierigkeit bei den meisten Oktalröhren war, es war ein Quetschfuß. Also die Oktalröhren waren zum Großteil noch Quetschfußröhren, wie die alten europäischen Röhren, wie zum Beispiel die RE 604 und so weiter, was es halt technisch schwierig gemacht hat in der Produktion, da die Verbindungsdrähte in den Sockel runtergefädelt werden mussten. Das war alles Handarbeit. Ende der 30er Jahre entwickelte man in Amerika dann den sogenannten Loctalsockel. Dieser hatte ein identisches Layout, um sicherzustellen, dass die Industrie die bestehenden Chassis verwendet werden konnten, halt einfach durch Austausch der Röhrenfassung, weil das Layout von Loctal und Octal war dasselbe. Das heißt, die Röhrenfassungen konnten eins zu eins getauscht werden, ohne das Gerät selbst zu modifizieren. Und auch die Loctalröhren, wie hier die amerikanische 7C5, Entschuldigung, war bereits als Pressglasröhre ausgelegt. Das heißt, wie auch die modernen Röhren, es gab keinen Quetschfuß mehr, sondern die Röhre wurde praktisch mit zwei Stück produziert. Also einmal dem Pressglasteller, der die Sockel selbst enthält, also die Stifte, und das punktgeschweißte System, das halt mit der Röhre eingeschoben wird in den Glaskolben, mit dem er verschweißt wird. Was maschinell sehr einfach zu machen ist und auch in Europa mit dem Novalsockel und Miniatursockel und so weiter die Standardproduktionsverfahren wurden. Und Philips hat diesen Loctalsockel als Ideengeber genutzt
genommen und hat daraus den sogenannten Rimlock-Sockel entwickelt. Der Rimlock-Sockel war vom Durchmesser wesentlich kleiner, hatte auch 8 Stifte symmetrisch angeordnet, aber keinen Führungsstift mehr. Der Rimlock-Sockel war bereits ein reiner Pressglas-Teller. Der Führungsstift war dafür im Metallband um die Röhre, was auch den Namensgeber des Sockels war, nämlich Rimlock. Rim heißt nichts anderes als Band. Und jetzt kommen wir zum technischen Problem der Rimlock-Röhren, nämlich das Band war mit dem Glaskolben verbunden durch ein Kit, das war irgendeine Leim-Keramik-Mischung, die im Laufe der Zeit vor allem bei thermischer Belastung so stark korrodiert ist, dass sie halt zerbröselt ist. Sprich, im schlimmsten Fall hat man Röhre und Band in der Hand gehabt. Die Röhre hat zwar immer noch funktioniert, aber es war nicht mehr möglich, die Röhre richtig einzustecken, weil ohne Kodiernase gibt es 4 Möglichkeiten, die Röhre einzustecken. Und das war auch der technische Nachteil dieses Sockels, der später gelöst wurde, indem der Glaskolben so weit geändert wurde, dass die Kodiernase im Glas selbst eingearbeitet war und nicht mehr ein separates Metallband. So, jetzt kommen wir zur Röhre selbst. Es geht jetzt hier um die ECC40. Das ist eine Zweifach-Triode für den NF-Bereich. Die ECC40 wurde auch als Endröhre benutzt. Deshalb hat sie sehr große Kühlfahnen an den Gittern. Und die Gitter der beiden Systeme sind voneinander durch eine kleine Metallplatte geschirmt. Bei einigen Bauformen der ECC40 geht diese Schirmung komplett über die gesamte Länge der Röhre durch. Was jetzt hier im Bild nicht ganz zu sehen ist oder nicht gut zu sehen ist, das ist eine sehr alte Produktion. Und wenn man genau hinsieht, sieht man, dass der Hintergrund etwas milchig ist. Das liegt daran, dass das Glas milchig ist. Damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, war noch kein wirklich sauberes Glas verfügbar. Es war meistens ein Mischglas. Und es war nicht ganz durchsichtig, wie man es später gekannt hat, sondern halt leicht trüb oder milchig. Man spürt auch, wenn man an die Röhre dran fasst, dass das Glas auch nicht ganz eben ist. Also man spürt irgendwelche, ich will nicht sagen Fremdkörper, aber man merkt, das Glas ist nicht rein. Die etwas spätere Variante von Rimlock-Röhren sah so aus, mit klarem Glas. Und wie gesagt, die Führungsnase war in das Glas selbst eingearbeitet. Es gab somit kein Problem mehr, dass der Ring abfallen konnte. So, kommt Fokus. Auch ist hier zu sehen, wie gesagt, die großen Kühlbleche für die Steuergitter. Ach, talk to me, Fokus.
die großen die großen Kühlfahnen. Man sieht jetzt auch hier schön den Getterring. Ja, der Fokus wieder eine Katastrophe. Zum guten Röhrenvoodoo gehört ja auch, dass die Form des Getterrings die Qualität der Röhre selbst definiert. Hier ist auch jetzt schön zu sehen, wie die Röhre produziert wurde. Es gibt den oberen Glaskolben und es gibt den Pressglasboden mit den Stiften. Und Röhrensockel, Entschuldigung, der Pressglas und der Röhrenkolben sind mit einem Glaslot verlötet, das bei sehr niedrigen Temperaturen schmilzt. Also somit war es möglich, die beiden Kolbenhälften zusammen zu schweißen, ohne halt große Temperaturen zu benutzen und somit Gefahr bestand, dass das Röhrensystem beschädigt wird. Auch gab es natürlich von Valvo Prüfröhren. Man kann es schwach lesen. Und jetzt natürlich die Frage, was ist eine Prüfröhre? Das Konzept gab es auch von anderen Herstellern, wie zum Beispiel Telefunken. Eine Prüfröhre war eine Röhre mit sehr hoher oder sehr enger Toleranz, um sicherzustellen, dass bei Geräten Tests geprüft werden kann, ob die Röhre das Problem ist oder ob das Gerät das Problem ist. Weil es gab immer das Problem, dass wenn Geräte zur Reparatur kamen, war teilweise unsicher, ist das Gerät defekt, also die Elektronik des Gerätes, oder ist die Röhre defekt. Das hat teilweise so etwas komische Stilblüten getrieben, wie dieser Backzettel einer Röhre. Röhre PCL84, nicht schlecht, hält aber nicht in jedem Gerät das Bild stabil. 12.11.1972. Und mit Hilfe von den Prüfröhren konnte jetzt sichergestellt werden, dass die Röhre funktioniert und dass das Problem am Gerät liegt. Diese Prüfröhren gab es für fast alle Standardröhren. Und gerade Valvo hat einen schönen Schrank für Werkstätten angeboten. Ich hoffe, das klappt jetzt hier mit dem Zoom. Wo groß drauf stand Prüfröhren. Hier sieht man auch gerade mein Chaos, weil ich jetzt meine Sammlung durchsuche, um die Röhren für dieses Video zusammenzusuchen. Auch als kleiner interessanter Punkt, eine ECC 40 von Tungsram. Ja, kommt Fokus. Talk to me. Auch hier ist jetzt das Schirmblech zwischen den Steuergittern zu sehen. Das ist eine neuere Produktion. Man sieht, dass der Glaskolben bereits in Klammern an einem Stück ist.
wie auch bei den Novalröhren. Auch interessant ist diese hier. Das ist eine ECC40 von TKD. TKD hat auch in der Nachkriegszeit Röhren vertrieben, aber großteils nicht mehr selbst produziert. Die Röhren waren meistens zugekauft. TKD war innovativ in der Vorkriegszeit, aber wie gesagt, nach dem Kriegsende wurde großteils nur noch zugekauftes Material verwendet, bis dann die Firma irgendwann mal aufgegangen ist. Hier ist noch die Originalverpackung. Zum Schluss noch ein Test dieser TKD-Röhre. Die habe ich nämlich auch noch nicht getestet. Also ich weiß nicht, welche Emissionswerte sie hat. Ich weiß auch, dass Röhrentests allgemein unbeliebt sind, weil es zu lang dauert. Aber eine Variante können wir mal durchtesten. Die ECC40 wurde 1948 entwickelt und war eine Doppel-NF-Triode mit damals revolutionären getrennten Kathoden. Somit konnten die beiden Röhrensysteme getrennt in derselben Schaltung benutzt werden. Die ECC40 wurde sowohl als Vorverstärkerröhre, Phasenumkehrröhre und auch direkt als Endröhre eingesetzt. Sie hatte bei noch akzeptablen Klirrfaktor eine Sprechleistung von ungefähr 1,5 Watt pro System. Die rot markierte Kennlinie wird jetzt benutzt, um die ECC40 zu testen. So, wir prüfen jetzt die ECC40 von TKD. Zu diesem Zweck muss noch der Neuberger beschaltet werden. Das ist besagte ECC40. Ich stecke sie ein. So, dann beschalten wir mal die Neuberger. Ich habe, wie gesagt, zwei getrennte Triodensysteme. Ich brauche zuerst die beiden Kathoden. Die sind auf Pin 4 und Pin 7. Die Kathodenzeit ist hier. Auf Pin 4. Dann brauche ich eine Kathode auf Pin 7. Ich brauche zwei Gitterspannungen. Ich brauche eigentlich nur eine Gitterspannung, weil beide Systeme werden mit denselben Werten betrieben. Also ich brauche jetzt eine negative Gitterspannung, U1. Und ich brauche das Steuergitter auf Pin 3 und Pin 6. Mache ich jetzt hier auf Pin 3. Und Pin 6. Dann brauchen wir die beiden Anoden. Das System 1 ist auf Pin Nummer 4. Entschuldigung, Pin Nummer 2.
System 1 ist Pin Nummer 2 und die Anode 2 ist auf Pin Nummer 5. Hier. Des Weiteren brauchen wir jetzt noch die Heizspannung. Die sind bei fast allen Rimlock-Röhren auf Pin 1 und Pin 8. Also F- ist Pin 1. Und nicht mal Plus, ist egal, es ist eh indirekt geheizt, insofern ist es wurscht. Das ist Pin 8. Was fehlt noch? Welchen Messbereich für das Messinstrument? Und zwar nach Datenblatt habe ich mich entschieden, ich nehme 250 Volt Anodenspannung. Ich möchte 10 mA Anodenstrom. Und für diesen Strom benötige ich ungefähr eine Gitterspannung von minus 4,3 Volt. Und für die 10 mA Messinstrument gehe ich auf den 30 mA Bereich und ich beschalte den Neuberger als normalen Röhrentest. So, das sollte es gewesen sein. Und halt immer dran denken, vorm Einschalten zu prüfen, ob die Kontrollen alle auf Null sind, dass die Röhre nicht zur Blitzröhre wird. Und dann. So, die Kontrolle für die Heizung leuchtet schon mal. Das heißt, der Heizfaden ist okay. Wenn ich jetzt die Röhre ziehe, erlischt die Lampe, weil jetzt der Heizfaden unterbrochen ist. So, Heizspannung ist 6,3 Volt. Stimmt schon ungefähr. Anodenspannung haben wir gesagt 250 Volt. Die ist auch schon fast richtig eingestellt. Und Gitterspannung brauchen wir besagte minus 4,3 Volt. Das heißt, ich brauche jetzt hier den 5 Volt Bereich. Stimmt auch schon sogar fast. Ja. 4,3, ja. Okay, dann gehen wir mal die Röhre durch. Prüfung auf Kurzschluss zur Kathode ist okay. Steuergitter ist auch anscheinend kein Kurzschluss. Gut, Gitter 2, 3 und 4 gibt es natürlich nicht. Kurzschluss zur Anode ist auch schon fertig, also bei hier gibt es keinen. Jetzt bin ich schon im Röhrentest und der Ausschlag ist ungefähr 8,3 mA. Das zweite System ist fast identisch, 8,45, 46 mA. Prüfen wir mal die Gitterspannung. Ja, die Werte sind ein bisschen verschoben, weil ich jetzt Ballast habe natürlich. Ich muss beim Neuberger immer nachjustieren, weil ich keine Regelung habe. Ich will hier 250 Volt Anodenspannung. So, die ist korrekt. Und 4,3 negativ und Heizung ist auch ein Tick so, haben uns eingeregelt, dass auf 9 mA knapp 9 mA auf beiden Systemen. Somit kann man sagen, die Röhre ist okay. So, als Kontrolle, was sagt die Originalmesskarte von Neuberger? Die
gesagt, Sollwert von 6 mA bei einer Gitterspannung von minus 5,5 Volt. Tun wir das mal anstellen. Voltbereich. Ja. 5,5, guten Morgen. 5,5. Und es wäre jetzt bei 250 Volt Anode ebenfalls 5,7 mA auf dem ersten System und 5,5 mA auf dem zweiten System, soll haben 6 mA. Also die Röhre ist im sehr guten Bereich. Die hier gezeigte Variante der ECC40 ist von Valvo und eine frühe Produktion. Das sieht man daran, dass ein etwas unsauberes Glas benutzt wurde, das doch leicht milchig ist. Wohl aufgrund der Tatsache, dass sauberes Rohmaterial damals noch gefehlt hat. Auf der rechten Seite sieht man den Getterdom. Dieser ist etwas erhaben ausgelegt, entgegen den späteren typischen Bauformen als Getterring oder flache Getterpfanne. Auch sieht man die Kühlfahnen der Steuergitter sowie den Metallring mit der Kodiernase. Dies ist eine Variante von Tangswam, eine neuere Produktion, zu erkennen unter anderem am Glaskolben und dem Pressglasteller, der bereits in der Variante produziert wurde, wie er für neue Novalröhren benutzt wird. Also die sehr effiziente maschinelle Produktion. Weiterhin sieht man an der Spitze des Systems die Getterpfanne sowie die beiden Kühlfahnen für die Steuergitter. Dies ist eine Produktion von Philips, noch mit dem älteren Pressglasteller, zu erkennen an dem Glaslot, das auch leicht sandig oder mehlig aussieht. Dieses Lot schmilzt bei sehr niedriger Temperatur. Und weiterhin ist das Getter diesen Fall als Ring ausgelegt. Und zwar, ich glaube, es heißt Hufeisen, wie es bei einigen Röhren genannt wird. Sowie natürlich die obligatorischen Kühlfahnen für die Gitter. Das ist eine Variante von Valvo. Die Röhre ist gestempelt als Prüfröhre. Prüfröhre bedeutet, dass es eine spezielle Röhre, die sehr eng toleriert ist. Mit diesen Röhren hat man geprüft, ob das Problem in einem Gerät das Gerät selbst oder die Röhre selbst ist. In der Röhrentechnik ist das Problem, dass sehr hohe Toleranzen existieren. Und wenn halt die Toleranzen bei beiden Komponenten, also der Röhre und dem Gerät, entgegengesetzt laufen, kann es sein, dass eine Röhre im Gerät X nicht funktioniert, aber im Gerät Y funktioniert. Und um da auszuschließen, dass das Problem bei der Röhre liegt, gibt es diese sogenannten Prüfröhren, die ähnlich wie die rote Serie von Valvo mit sehr engen Toleranzen gefertigt wurde, um sicherzustellen, dass die Röhre wirklich sich so verhält, wie es im Datenblatt steht. Die ECC80 war eine Universaltriode. Hier zu sehen ist das Datenblatt der E80CC, welches die Industrievariante ist mit engeren Toleranzen und langer Lebensdauer. Diese Art der Kennzeichnung von Industrieröhren war eine Marotte von Telefunken. Zuerst wurde die Heizung benannt, dann die Nummer der Röhre und dann die Röhrensysteme. Die Trioden der E-Serie konnten mit 12,6 oder 6,3 Volt betrieben werden. Dafür hatte der Heizfaden einen Mittelabgriff. Der Mittelabgriff war auf Pin Nummer 9 und die anderen Enden des Heizfadens waren wie bei regulären Röhren auf Pin Nummer 4 und 5. Noch eine Erklärung zum Datenblatt.
Man sieht auf der linken Seite den Begriff UAO und UA. UAO ist mit 600 Volt angegeben und bedeutet, 600 Volt ist die maximale Anodenspannung im Kaltzustand, also während die Röhre noch nicht geheizt ist, und UA ist die normale Anodenmaximalspannung im Betrieb. Wieso gibt es diese beiden Werte? Das ist ganz einfach zu erklären. Die meisten Röhrengeräte hatten entweder einen direkt geheizten Gleichrichter oder schon eine Halbleitergleichrichtung. Das heißt, die Anodenspannung ist sehr schnell stabil, während die anderen Röhren im System, die eine reguläre Heizung haben, also eine indirekt geheizte Röhre sind, meistens etwas langsamer aufheizen und somit die Anodenspannung bereits vorhanden ist, bevor die Röhre geheizt ist. Deshalb ist zuerst die Anodenspannung da, die teilweise sehr hoch sein kann, weil das Netzteil im unbelasteten Zustand natürlich wesentlich mehr Spannung produziert als im belasteten Zustand. Dies ist eine Variante von Valvo mit vergoldeten Stiften und einem roten Aufdruck. Das signalisiert, dass diese Röhre zur roten Reihe gehört. Die rote Reihe war eine Variante von Valvo für Röhren, die in der Industrie benutzt wurde, für sehr enge Toleranzen und lange Lebensdauer. Dies ist eine Variante von Siemens, ebenfalls mit vergoldeten Stiften. Es fällt auf, dass diese Röhre auch eine lange Seriennummer hat. Im Gegensatz zu normalen Rundfunkröhren, die nur eine dreistellige Kennnummer hatten, waren bei Industrieröhren meistens sehr lange Kennnummern vorhanden, da diese Röhre unter Umständen dokumentiert wurde, was Produktion und Prüfungen angeht. Die ECC 81 wurde meistens als Oszillator oder im Empfangsteil von UKW-Radios eingesetzt. Sie wurde später in den Radios durch die ECC 85 ersetzt. Dies sind Detailaufnahmen eines Systems einer ECC 81. Auf der linken Seite sieht man den Anodenkäfig, das Steuergitter, welches als Spanngitter ausgelegt ist, sowie das Kathodenröhrchen mit dem weißlichen Bariumoxid. Auf der rechten Seite sieht man das Reservoir für die Getterpille sowie die Klimaplatten, die das Röhrensystem selbst stabilisieren und in Position halten. Dies ist eine Bauform von Valvo. Das Getter ist in diesem Fall als Getterring ausgelegt. Die beiden Systeme sind noch nicht voneinander abgeschirmt. Erst bei der ECC 85 wurde eine Schirmung eingefügt, die beide Systeme mit einem kleinen Blech trennen, welches auf Kathodenpotenzial liegt. Dies bezieht sich nicht auf die ECC 84, die bereits anders aufgebaut ist, aber zu dieser kommt gleich eine genauere Erklärung. Dies ist eine Variante von Telefunken. Zu sehen ist, dass die Anode über eine Querrille verfügt. Dadurch wird die Anode stabilisiert und ist von Vibrationen geschützt. Weiterhin ist anzumerken, dass der Getterring schepp ist. Die ECC 82 bzw. E82CC ist eine Triode für den NF-Bereich. Sie kann pro System maximal 2,75 Watt verarbeiten und hat einen relativ geringen Innenwiderstand von 6,25 bis 7,7 Kiloohm. Der typische Einsatz der ECC 82 war im NF-Bereich die Vorverstärkung oder Phasenumkehr. Diese Variante ist von Siemens. Es fällt auf, dass die Anode wesentlich größer ist als die der ECC 81 und auch über mehr Stabilisierungsstege verfügt, da hier im NF-Bereich natürlich Vibrationen stärker zur Geltung kommen als im HF-Bereich.
Dies ist eine Variante von Telefunken und die Anoden verfügen in diesem Falle über keine Stabilisierungsrillen. So, die Welt hält den Atem an, es fällt das magische Wort ECC 83 bzw. E83CC. Die ECC 83 ist auch für den NF-Bereich ausgelegt, hat aber im Gegensatz zur ECC 82 einen wesentlich höheren Innenwiderstand, nämlich in der Regel von 62 bis 80 Kiloohm, je nach Anodenspannung. Die Kennlinie der ECC 83 verläuft im großen Teil sehr linear, was sie sehr gut geeignet macht für die Verstärkung im NF-Bereich. Dies ist eine ECC 83 von Lorenz. Das ist aber nicht irgendeine ECC 83, sondern das ist meine ECC 83, nämlich die allererste Röhre in meiner Sammlung, was auch an der Inventarnummer 0001 zu sehen ist. Und dies ist nachweislich die erste Röhre in meiner Sammlung. Insofern ist diese Röhre jetzt hier so ein bisschen in der Sonderstellung, weil es halt die Röhre ist. Technisch gibt es über diese Röhre sehr wenig zu sagen. Die Produktion von Lorenz war bereits im sehr späten Stadium der Röhrentechnik und sie ist eigentlich nichts sehr Besonderes. Ein Nachtrag für die Voodoo-Fraktion. Das Getter ist als Ring ausgelegt und das Getter ist gerade. Das hat, glaube ich, auch bestimmte Eigenschaften, was die Audioqualität angeht. Jetzt ist aber genug der Lästerei. Diese Variante der ECC 83 wurde Anfang der 2000er Jahre produziert von JJ Electric. Die Kastenanode hat bereits Ähnlichkeiten mit der Anode der ECC 86 und ECC 88. Das Getter selbst ist wieder als Pfanne ausgelegt. Diese Variante wurde von Softec in den 90er Jahren produziert. Gelabelt als 12AX7, das ist die internationale Bezeichnung der ECC 83, wobei international in diesem Fall heißt, es ist die amerikanische Bezeichnung. Die Typenbezeichnung hat als Zusatz den Buchstaben W, was bedeutet, dass diese Röhre für Industrieanwendungen mit engen Toleranzen spezifiziert ist. Die Anode ist ebenfalls als Kastenanode ausgelegt. Und das Getter ist in diesem Fall wieder eine Getterpfanne. Das sind zwei verschiedene Varianten von Telefunken. Die linke Variante ist ohne Rillen auf der Anode. Die mittlere Variante ist mit Rillen in der Anode. Beide Röhren sind von Telefunken selbst produziert, was daran zu erkennen ist, dass die Telefunkenraute im Boden eingestanzt ist. Diese Raute ist auf der linken Seite zu sehen. Und ich vergaß für die HiFi-Freaks ein wichtiges Detail zu erwähnen, das Getter ist ein Ring. Kommen wir mal zum dicksten goldenen Kalb der Röhrentechnik, die ECC 83. Zu sehen sind 7 Varianten der ECC 83 von 6 verschiedenen Herstellern. Ich mache jetzt keine Bewertung, welcher Hersteller der beste oder der schlechteste ist. An dem Voodoo beteilige ich mich nicht. Ich stelle jetzt nur die Typen vor, beziehungsweise die Varianten. Zum einen natürlich eine Original Telefunken New Old Stock mit Raute im Boden. Das ist eine der typischsten Aufbauten der ECC 83. Das Getter ist ein einfacher Ring.
Und wer noch nie eine Raute, die Telefunkenraute gesehen hat, die sieht so aus. Kommt der Fokus nicht richtig? Röhren, also Novalröhren mit dieser Raute im Boden, sind original von Telefunken produziert. Röhren, die mit Telefunken gelabelt sind, aber ohne diese Raute, wurden nicht von Telefunken produziert. Meist sind sie zugekauft von Drittfirmen, unter anderem den RWN in Neuhaus. Das hier ist eine weitere ECC83 von Telefunken mit Telefunkenraute. Und man sieht, die Röhre ist ähnlich aufgebaut, auch die Getterpfanne. Aber die Anode ist leicht geriffelt zur Stabilisierung im Vergleich. Die andere Röhre. Die untere Anode ist flach, während die obere drei Querrillen hat. Es dient zur Stabilisierung, um Vibrationen zu verhindern. Das waren zwei Telefunkenröhren. Jetzt eine Prima Röhre, also nicht Prima im Sinne von Super, sondern Prima, der englische Hersteller. Fokus ist ein Problem. Die Anoden sind auch geriffelt. Das große Logo verdeckt leider den Großteil des Systems, beziehungsweise macht das Licht ein bisschen schlecht. Das hier ist eine ECC83 von Siemens. Man sieht, dass der Getterring etwas größer ist. Und die Kathoden, Entschuldigung, die Anoden sind etwas schmäler. Man sieht hier den Ätzcode von Siemens.
ein bisschen schwierig zu erkennen. Aber das Ungleichzeichen ist Siemens. So, jetzt kommen wir zu. Das hier ist eine ICC 83 vom China-Krabbeltisch. Das ist der Innenaufbau. Das ist die Getterpfanne. Die Röhre ist übrigens gelabelt mit na, wo haben wir's? Ist wohl abgewischt. Es ist wohl abgewischt. Das ist normalerweise die 12AX7. Das ist die amerikanische Bezeichnung für den identischen Typ. Das hier ist auch eine 12AX7, allerdings produziert von Softec in Russland in den 90er Jahren. Sie hat den Zusatzbuchstaben W, was im amerikanischen System meistens bedeutet, dass diese Röhre für Industrieanwendungen mit enger Toleranz gebaut ist, beziehungsweise Langlebigkeit. Das Problem ist bei den amerikanischen Bezeichnungen, es gibt für die Zusatzbuchstaben keine Standardisierung. Da macht jeder Hersteller so ein bisschen, was er will. Man sieht, dass die Anodenkäfige tendenziell etwas dicker sind als bei den westlichen Röhren. Die Getterpfanne ist kein Ring, sondern halt die klassische Pfanne. Und das ist der Aufbau des Systems. Und zum Schluss eine ECC 83 von JJ Electric, produziert irgendwann Anfang, Ende der 2000er Jahre, Anfang der 2010er Jahre.
Auch hier ist das Getter ein Ring. Das ist bei Röhren sehr wichtig, extrem wichtig für den Klang, wie das Getter aufgebaut ist. Das ist ja allseits bekannt. Und bei den JJ-Röhren sieht so das System aus. Das teilweise auch etwas mehr geschirmt ist als bei anderen. Ja, ich weiß, die Reflexionen. Das hier ist übrigens keine Werbung, die Röhren sind wahllos aus meiner Sammlung rausgeholt. Und zwar aus den hinten zu sehenden drei Kisten. Also die obersten drei Kisten sind die Quellen der Röhren. Die ECC84 ist eine HF-Röhre, hauptsächlich eingesetzt in Tunern von Fernsehempfängern. Das erste System der ECC84 verfügt über eine sogenannte Neutroschirmung. Damit wird die Kapazität der Elektroden möglichst reduziert. Dies ist wichtig, um eine möglichst rauscharme Verstärkung des HF-Signals zu gewährleisten. Dies ist das geöffnete System einer ECC84. Zu sehen ist das Spanngitter. Das Gitter selbst wird von Kupfer gehalten, um eine Wärmeableitung zu gewährleisten. Das Kathodenröhrchen mit dem weißen Bariumoxid sowie die Heizfäden. Dies ist die Valvo-Variante der ECC84. Auf der rechten Seite sieht man im System die Neutroabschirmung. Auf der linken Seite ist das zweite System, das in Klammern ein normales System ist. Weiterhin sieht man auch den Getterring. Die Anoden sind vergleichsweise klein, da bei HF-Röhren kein hoher Strom fließt oder fließen muss. Eine größere Anode würde auch nur die internen Kapazitäten der Röhre vergrößern, was sie wieder für HF-Anwendungen ungeeignet macht. Dies ist die Variante von Mullard, die sehr ähnlich zur Variante von Valvo ist. Was nicht verwunderlich ist, da Mullard in Philips-Lizenz produziert hat und auch Valvo eine hundertprozentige Philips-Tochter ist. Die ECC85 wurde hauptsächlich als HF-Oszillator eingesetzt, sowie im Empfangsteil von UKW-Radios. Dort hat sie auch die ECC81 ersetzt. Dies ist eine Variante der ECC85 vom Funkwerk Erfurt. Hier ist auch eine spezielle Eigenheiten der DDR-Produktion zu sehen, mit der sie von westlichen Produktionen unterschieden werden kann. Wenn man genau hinsieht, sieht man an den Stiften,
dass diese sehr spitz zulaufen. Dies ist eine Eigenart speziell von DDR-Röhren. Auch ist das Schirmblech zu erkennen, das auf Kathodenpotential liegt, also die Kathode vom ersten System. Dieses Schirmblech hat bei der ECC 81 noch gefehlt. Diese Variante ist von Lorenz. Das Getter ist als Oval ausgelegt. Und man sieht hier auch schön das Schirmblech zwischen den beiden Röhrensystemen. Dies ist die Bauform der ECC 85 von Valvo. Es fällt auf, dass die Anode etwas breiter ist und eher als Anodenkäfig ausgelegt ist. Die ECC 86 ist eine Triode für den HF-Bereich, allerdings mit einer Besonderheit, sie ist für den Niedervolt-Bereich ausgelegt, nämlich für den Betrieb in Autos und LKWs. Das heißt, sie kann mit einer Anodenspannung von 6,3 bis 25 Volt arbeiten. Dies ist eine Prüfröhre von Valvo. Man sieht die beiden Anodenkästen, die eine ähnliche Bauform haben wie die Anode der ECC 83 von JJ Electric. Das Getter ist in diesem Fall als Ring ausgelegt. Die ECC 88 ist ebenfalls eine HF-Triode. Sie gilt als Nachfolger der ECC 84. Speziell für den Empfangsteil in Fernsehempfängern. Dies ist eine Variante der ECC 88 von Funkwerk Erfurt. Auch hier fallen die spitzen Stifte auf. Und diese Variante ist von Mullert, ebenfalls mit einer starken Ähnlichkeit der Variante zu Valvo. Die ECC 90 bzw. E90CC ist eine Triode, die speziell für den Einsatz in elektronischen Rechenmaschinen ausgelegt ist. Als Röhre der 90er Serie ist sie im Miniatursockel mit 7 Pins und hat somit keine getrennten Kathoden, sondern eine Kathode für beide Röhrensysteme. Als Röhre für elektronische Rechenmaschinen besitzt sie eine sogenannte Kathode, die zwischenschichtfrei ist. Die Zwischenschicht ist ein Störfaktor, der sich bilden kann, wenn eine Röhre längere Zeit komplett gesperrt ist und somit das Bariumoxid sich verändert und verhindert, dass weitere Elektronen emittieren können. Mit der sogenannten zwischenschichtfreien Kathode wird dieser Effekt verhindert. Da bei elektronischen Rechenmaschinen die Röhre in der Tat längere Zeit gesperrt sein kann. Dieser Effekt tritt in der analogen Elektronik nicht auf, da eine komplett gesperrte Röhre relativ selten ist. Röhren sind mehr oder weniger immer im leitfähigen Zustand. Dies ist eine E90CC von Telefunken. Der einzigste Punkt, der auffällt, sind die etwas größeren Kühlfahnen für die Steuergitter. Das ist die Variante von Valvo. Es fällt auf, dass an den Steuergittern keine Kühlbleche sind. Die Kühlfahnen sind auch unnötig, da diese Steuergitter praktisch nicht elektrisch belastet werden. Im Gegensatz zu Röhren für die Audiotechnik, wo die Steuergitter in der Tat belastet werden, da je nach Schaltung auch Gitterstrom fließen kann, was dazu führt, dass sich die Gitter erwärmen und die Wärme muss abgeführt werden. Die ECC 91 bzw. E91CC ist eine HF-Triode, hauptsächlich für den Einsatz in Vorverstärkern und Oszillatoren.
Dies ist die Variante der ECC91 von Valvo. Interessant hier ist, dass der Aufbau des Systems besonders gut zu sehen ist. Besonders das Kathodenröhrchen und die beiden Träger der Steuergitter aus Kupfer. Die E92CC ist der Nachfolger der E90CC. Sie wird eingesetzt auch in elektronischen Rechenmaschinen oder hauptsächlich eingesetzt in elektronischen Rechenmaschinen und besitzt eine zwischenschichtfreie Spezialkathode, damit die Emission nicht leidet, falls die Röhre längere Zeit gesperrt ist. Die Spezialbeschichtung der Kathode hat auch einen Nachteil. Sie ist nicht brummfrei. Das heißt, Röhren, die eine zwischenschichtfreie Spezialkathode besitzen, sind ungeeignet für NF-Schaltungen. Diese Variante der E92CC ist von Valvo und speziell gekennzeichnet als grüne Serie. Die grüne Serie war die Spezialserie von Valvo für Röhren, die geeignet waren für elektronische Rechenmaschinen. Die ECC171 ist eine sogenannte Gnomröhre. Das war eine Entwicklung des Funkwerks Erfurt, um eine eigene Röhrenserie der DDR zu etablieren. Technisch war es im Prinzip nur eine Stahlröhrenkonstruktion mit hochgestelltem System. Sie konnte sich international nicht wirklich durchsetzen und von den Gnomröhren gab es nur Vorserien bzw. Kleinserien und sehr wenig Geräte im Echtbetrieb und auch nur für kurze Zeit. Die ECC171 war eine Triode als Universaltriode ausgelegt. Der Sockel der Gnomröhren hatte 11 Pins und das Glas war sehr brüchig ausgelegt. Eines der Problemstellungen bei Gnomröhren ist, dass das Glas sehr schnell bricht, wenn die Röhre eingesteckt wird oder Luft zieht, weil die Spannung innerhalb der Kontakte sehr stark ist. Ob es eine Kinderkrankheit war, die bedingt war durch die Vorserie, ist nicht wirklich zu klären, da die Gnomröhren zu kurz produziert wurden. Also sie haben es nie in die Serienproduktion geschafft. Die EDD171 ist eine Leistungsendröhre, ausgelegt als Leistungstriode für Gegentaktverstärker. Für sie gilt dasselbe wie für die ECC171. Es gab nie wirklich eine Serienproduktion. Auch bei der EDD171 sind die Systeme voneinander geschirmt. Die ECC801S ist eine HF-Triode. Beide Systeme sind getrennt zu benutzen, da jedes System eine eigene Kathode hat und die Röhre ist spezifiziert als Langlebigkeitsröhre. Die Langlebigkeit bezieht sich auch auf die Einschaltvorgänge. Die Röhre ist spezifiziert, mindestens 2000 Schaltvorgänge ohne Schäden zu überstehen. Dies ist eine ECC801S, produziert von Telefunken. Die ECC802S ist eine Universal-Doppeltriode. Sie hat nicht nur eine erhöhte Langlebigkeit, sondern ist auch spezifiziert für mindestens 2000 Schaltvorgänge. Dies ist die Variante von Telefunken. Die Anode ähnelt sehr stark der Anode der ECC82. Die ECC808 ist eine Doppeltriode für den NF-Bereich.
Sie ist spezifiziert für niedrige Pumpspannung, wenig Mikrophonie und wurde hauptsächlich eingesetzt in Bandmaschinen sowie in empfindlichen NF-Vorverstärkern. Auch im Datenblatt wird auf das Proben- und Rauschverhalten hingewiesen, sowie auf die mikrofonischen Eigenschaften der ECC 808. Dies ist die Variante von Telefunken. Zu sehen ist die glatte Anode, der Getterring sowie die Schirmung der Systeme. Die ECC 813 vom Funkwerk Erfurt hat ähnliche technische Daten wie die ECC 82. Beide Röhren sind aber nicht untereinander austauschbar, da die Pinbelegung nicht identisch ist. Die ECC 813 hat auch Kühlfahnen an den Steuergittern sowie stabilisierte Anodenbleche. Die ECC 960 vom WF Ost-Berlin ist identisch mit der E90CC. Genauso wie die ECC 962 vom WF Ost-Berlin, diese ist identisch mit der E92CC. Die ECC 8100 ist ebenfalls eine HF-Triode, Doppeltriode, spezifiziert unter anderem für Oszillatoren und UKW-Verstärker. Das erste System hat wie die ECC 84 einen Neutroschirm, um eine möglichst geringe innere Kapazität zu gewährleisten. Für die beste Verstärkungsfaktor wird auch wie bei der ECC 84 eine Kaskodenschaltung empfohlen. Dies ist die Bauform der ECC 8100 von Siemens, ebenfalls mit vergoldeten Stiften. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis bald. Zu sehen ist eine Sicherheitsröhre von Valvo. Dies war ein Werbegeschenk Mitte der 60er Jahre. Es ist in Wirklichkeit ein Alkoholtester. Auf der rechten Seite ist ein Beipackzettel mit einem kleinen Gedicht, welches an Heinz Erhardt erinnert.